Wir befinden uns hier in der Abteilung zur sakralen Kunst, und zwar in einer Unterabteilung, in der es um die Kunst aus der vorreformatorischen Glaubenswelt ging. Bevor Martin Luther 1517 seine Thesen schlug, gab es eine gemeinschaftliche christliche Kirche, bevor sie sich in evangelische und katholische Kirche spaltete. Aus dieser Zeit vor der Reformation ist in Lippe nur noch sehr, sehr wenig Kirchenkunst erhalten, denn im Anschluss an die Reformation gab es sogenannte Bilderstürme, die Kunst zerstörten. Es gab aber auch Stücke, die einfach in Vergessenheit gerieten. Dazu gehört auch dieses besondere Stück. Dieses Fragment einer Monstranz ist auf den ersten Blick sicherlich etwas unscheinbar. Es ist eben nur noch fragmentarisch erhalten. Der Fuß ist uns geblieben. Auf der Abbildung im Hintergrund erkennen wir allerdings, wie das gesamte Stück einmal ausgesehen haben wird. Es war komplett vergoldet. Monstranzen dienten zur Schaustellung der geweihten Hostie. Also ein ganz besonderes Stück in der sogenannten alten Glaubenswelt. Dieses Stück wurde Ende des 19. Jahrhunderts bei Baumrodungsarbeiten ausgegraben. Wir fragen uns, wer hat es wann vergraben? Ein Rätsel, was wir wahrscheinlich nie aufdecken werden. Die Stifter der Monstranz haben sich 1461 im Fuß verewigt. Sie wollten also in Erinnerung bleiben. Wir können aber leider nicht mehr sagen, woher sie kamen. Wenn Sie sich für mehr spannende Geschichten hinter den Exponaten interessieren, dann kommen Sie ins Lippische Landesmuseum. Die Dinge wissen sehr viel mehr zu erzählen, als wir vielfach annehmen.